Es sind steinerne Symbole des Mittelalters. Burgen entführen uns in eine dramatische Zeit. Um sie ranken sich Mythen und Legenden. Burgen sind Orte, an denen Menschen lebten und arbeiteten und starben. Sie waren Wirtschaftszentren, sichere Heimstätten und Schauplätze von Kriegen. Burgen prägten das europäische Erbe. In jeder Burg wurde Geschichte geschrieben. Aber was ist wahr? Was Mythos? Europa im Frühmittelalter. Es ist der Beginn einer neuen Epoche. Eine Zeit, in der Burgen zu Statussymbolen werden. Sie werden zu Zeichen der Macht für reiche Adlige, wie den Grafen Otto von Hammerstein. Für eine Führungselite, die in diesen steinernen Bollwerken ein angemessenes Heim sieht. Der Prediger Berthold von Regensburg schreibt über sie: Man muss vor euch niederknien und muss sich vor euch erheben und muss euch fürchten, und ihr habt viel Platz um euch. Und ihr reitet prächtig und geht prächtig und habt hohe Burgen und schöne Damen. Guten Morgen. Der Adel hat ein ständisches Bewusstsein, das sich im Heim, der Kleidung und im Essen widerspiegelt. Wasser? Doch an diesem Morgen muss sich Otto von Hammerstein mit einfachem Brei und wenig Brot zufrieden geben. Der Grund für dieses karge Mahl: Vor den Mauern seiner stolzen Burg ist ein Belagerungsheer des Kaisers aufgezogen. Kaiser Heinrich II. Will mit seinen Truppen Ottos Burg Hammerstein einnehmen, koste es, was es wolle. Allerdings fehlen ihm die geeigneten Mittel, um die als uneinnehmbar geltende Burg im Handstreich zu erobern. Heute sind von der Hammerstein nur Ruinen erhalten, hoch über dem Rhein. Die Burg gilt als eine der ältesten im Mittelrheintal. Pflanzen haben die Gemäuer erobert, die um die erste Jahrtausendwende errichtet wurden. Otto selbst soll die Burg gebaut und ihr den Namen Hammerstein gegeben haben. Die Besitzungen seiner Familie erstrecken sich östlich des Mittelrheins. Erbschaften und die Mitgift seiner Frau Irmingard bedeuten einen Machtzuwachs für Otto entlang des Rheins. Eine Gefahr für Heinrich. Denn seine Macht schwindet in Gebieten, die von starken und selbstbewussten Fürsten geführt werden. Seine Macht festigt Otto mit Burgen, die sich wie ein Netz über sein Lehen verteilen. So scheint es zumindest. Nur sichert eine Burg selbst keine Region. Sie sind eher sichere Quartiere für Krieger, die an neuralgischen Punkten wie Tälern, Flüssen und Seen stationiert sind, um das Land zu befrieden und zu verwalten. Im 11. Jahrhundert sind es hauptsächlich hölzerne Turmhügelburgen, die ihren Besatzungen Unterschlupf bieten. Gut und günstig, schnell errichtet. Gesichert durch Wälle und Gräben. Annäherungshindernisse, wie es sie auch heute noch gibt. Vom Gartenzaun bis zur Fabrikmauer. Wer auf Nummer sicher gehen will, der baut aus Stein, sofern es der eigene Geldbeutel und die Ressourcen der Region zulassen. Eine Burg aus solidem Stein, mit sicherem Turm und hohen Mauern, ist für Angreifer eine nur schwer zu überwindende Herausforderung. Ist sie wie Burg Hammerstein in einer exponierten Lage errichtet, so ist sie praktisch uneinnehmbar. Drunter, drüber, durch.
Das sind die drei Wege, eine Burg zu erobern. Der massive Bergsporn der Hammerstein macht freilich eine Untertunnelung unmöglich. An den steil abfallenden Hängen können keine Belagerungstürme oder Katapulte in Stellung gebracht werden. Kaiser Heinrich II. Bleibt nur ein Sturmlauf auf das Burgtor. Ein Rambock oder Fußtruppen erreichen diese mögliche Schwachstelle nur über einen Zuweg unterhalb der Burgmauer. Von dort aus nimmt die Burgbesatzung seine Männer unter Dauerbeschuss. Weniger aufwendig ist, die Burg von ihrer Versorgung abzuschneiden. Das ist die größte Gefahr für die Belagerten. Die effektiven Wehrelemente einer Burg werden bis heute in der Architektur eingesetzt. Seit 2017 hat der Bundesnachrichtendienst in Berlin-Mitte sein neues Hauptquartier. Ein Sicherheitsgebäude, das der Architekt Jan Kleihus entworfen und umgesetzt hat. Die Zentrale des Bundesnachrichtendienstes ist in gewisser Weise mit einer Burg vergleichbar. Wir haben diesen Zaun, der als solcher auch erkennbar ist. Sie haben einen Graben und Sie haben natürlich in gewissen Bereichen extrem dicke Wände, ähnlich wie bei einer Burg. Der Sockel fensterlos, so haben wir hier auch einen fensterlosen Sockel. Grundsätzlich aber kann man sagen, dieses Gebäude ist durchaus im übertragenen Sinne mit einer Burg vergleichbar oder im baulichen Sinne mit einer Burg vergleichbar. Damals wie heute stellt der Eingangsbereich eine besondere Herausforderung für Architekten dar. Er muss Sicherheit bieten, aber auch die Bedeutung der Bewohner widerspiegeln. Das ist ja sicherlich etwas, was man aus der Burgenarchitektur her kennt, dass diese beiden Torhäuser adressbildend sein sollen. Und sie haben tatsächlich auch Toreingang, sie haben die Funktion als Eingang für die Mitarbeiter. Gleichzeitig markieren diese beiden Torhäuser auch die repräsentative Vorfahrt. Auch für Burgherren im Mittelalter war das Tor eine Visitenkarte. Wo der repräsentative Zweck nicht im Vordergrund stand, wurde das Burgtor als gefürchtete Schwachstelle in der Burgumwehrung besonders gesichert. Aus Schießscharten und Wurflöchern konnten die Angreifer mit Pfeilen und Steinen bekämpft werden. Ein Fallgitter sicherte ein solides Holztor zusätzlich. Ab dem Ende des Hochmittelalters schützten vielerorts Zugbrücken die Burgtore. Aber keine Zugbrücke ohne Graben. Der Graben war das einfachste Mittel, um Angreifer von der Burg fernzuhalten. Ob ausgehoben oder in einen Fels geschlagen. Belagerungsgeräte konnten jetzt nur noch an die Mauer gebracht werden, wenn der Graben vorher mühsam zugeschüttet wurde. Bei Wasserburgen trug der gefüllte Graben auch zur Ernährung bei. In ihm wurden Fische wie der Karpfen und Schalentiere wie der Krebs gehalten, die später an der Tafel des Burgherrn aufgetragen wurden. Der Kriegstechniker Konrad Kieser beschreibt 1402 in seinem Werk Belli Fortis, dass selbst in einfachen Gräben Nutztiere gehalten wurden. Besonders beliebt Gänse, Hühner, aber auch Hunde. Sie waren eine biologische Alarmanlage. Wenn es jedoch zu einer Belagerung kam, verloren sie rasch ihren Nutzen. 3 Monate kann Otto Burg Hammerstein halten. Doch der Winter auf einer Burg ist entbehrungsreich. Selbst das Mobiliar wurde bereits verfeuert. Erhebt euch! Der Kaiser kommt! Eine Kapitulation ist jetzt der letzte Ausweg. Als Büßer müssen sich Otto und Irmingard vor dem siegreichen Kaiser erniedrigen. So will es das Ritual. Barfuß und in einfachen Gewändern werden sie vor Heinrich treten. Sie müssen sich schuldig bekennen, verantwortlich zu sein für diesen Streit. Und sie müssen um Vergebung flehen. Kaiser Heinrich II. Gewährt das erhoffte Erbarmen nicht so leicht wie seine Vorgänger. Für ihn ist nicht nur Milde, sondern auch Bestrafung eine Option. Für adeligen Widerstand gegen ihn verhängt der Kaiser auch schon mal die Todesstrafe. Erhebt euch. Auch wenn eine so harte Bestrafung ausbleibt, ungeschoren kommen Otto und Irmingard nicht davon.
und nun verschwindet. Ottos Besitzungen werden beschlagnahmt. Hammerstein geht in kaiserliches Eigentum über und wird damit zur Reichsburg. In der mittelalterlichen Verwaltungsstruktur muss man sich vorstellen, dass ganz oben der Herrscher sitzt, der ein großes Land zu verwalten und zu befrieden hat. Und das löst er, indem er auf verschiedenen Plätzen eigene Burgen baut und mit eigenen Adeligen, mit eigenen Rittern besetzt. Die umherreisenden Kaiser schaffen mit diesen Burgen im Heiligen Römischen Reich schon früh ein Burgennetz. Seit den Einfällen der Ungarn sind Reichsburgen Bollwerke zur Abwehr der Feinde und Residenzen. Sie gemahnen die lokalen Fürsten stets an die Präsenz des Herrschers. Ein einzigartiges Konzept in Europa. In Frankreich gibt es zu Beginn des Mittelalters keine auf dem Reisekaisertum basierende Verwaltungsstruktur. So folgt die Burgenarchitektur hier weniger einem symbolischen, als vielmehr einem wehrhaften Baustil. Die französischen Donjons sind bis zum Ende des Mittelalters Wohn- und Wehrturm zugleich. Aus Schießschachten heraus verteidigt die Burgbesatzung den zentralen Turm mit Armbrüsten und Bögen. An der Turmspitze hervorspringende Wurföffnungen bieten die Möglichkeit, Angreifer selbst am Turmfuß zu bekämpfen. Ein Erfolgskonzept, das Wilhelm der Eroberer bei seiner Invasion Britanniens im Jahr 1066 auf die Insel exportiert. Auf dem zeitgenössischen Teppich von Bayeux ist sein erfolgreicher Kriegszug bis zur Schlacht von Hastings festgehalten. Zu sehen sind auch die Pfeiler seiner Eroberungspolitik. Burgen, mit denen er das Land sichert. Fast 100 Burgen nimmt er ein oder lässt er neu errichten. Der nordfranzösische Bautyp bildet den Kern der britischen Burgenarchitektur. Doch setzt sich hier ein rechteckiger Grundriss durch. Die sogenannten Great Tower, auch Keeps genannt. Einer der ältesten ist heute ein Wahrzeichen Londons. Der White Tower wurde noch von Wilhelm dem Eroberer in Auftrag gegeben. So einen Turm errichtet man, weil er gleich drei Eigenschaften in sich vereint. Er eignet sich als Residenz, er ist zweifelsohne sicher und drittens, und das ist vermutlich der wichtigste Punkt, so ein Turm sieht großartig aus. Ein Turm dominiert immer die Landschaft, es steht sein Blickfang und veranschaulicht dem Betrachter die Macht seines Besitzers. Im 12. Jahrhundert wurde es Mode, den White Tower zu kopieren. Konstruktionsdetails des White Tower finden sich seither in allen Great Towers, die später entstanden sind. Referred to by all the designers of great towers thereafter. Burgenbauprogramme, wie sie die normannischen Eroberer in England durchführten, gab es nur wenige. Der Chronist Bruno von Merseburg berichtet aus dem Heiligen Römischen Reich von einem Bauprogramm Kaiser Heinrichs IV. Bei Goslar lässt er 8 Burgen errichten, um Silberminen im Harz zu sichern. Sogleich machten sich die Burgmannen daran, das Umland zu unterwerfen, zu knechten und auszubeuten, heißt es. Nutznießer sind nicht nur die Kaiser und Könige. Die von ihnen auf Burgen eingesetzten Verwalter erlangen Bedeutung. Ministeriale nennt man diese Franchise-Nehmer im Reich. Stetig wächst ihr Besitz und Einfluss. Im Hochmittelalter bilden sie einen eigenen Adelsstand. Berühmte Geschlechter, wie die von Pappenheim, begannen als einfache Burgverwalter. Knapp 100 Jahre sind seit Otto vergangen. Auch auf Burg Hammerstein hat nun ein Ministerialer namens Ludwig die Verantwortung. Er muss miterleben, wie der Stern der stolzen Festung zu sinken beginnt. Burgen sind nicht nur Stützpunkte für Krieger und Fürsten. Sie sind ebenso gigantische Tresore für Schätze eines Herrschers. Seit 1105 ist die Hammerstein Hüterin des wertvollsten Schatzes, den das Heilige Römische Reich zu bieten hat. Die Reichskleinodien. Nur mit den Insignien der Kaiserwürde konnte ein König unstreitig zum Kaiser aufsteigen. Diese Replikate von Zepter, Schwert, Reichskrone und heiliger Lanze zeugen vom Prunk des alten Staatsschatzes. Wurde ein Kaiser ohne die Reichskleinodien gekrönt, kamen Zweifel an der Legitimität seiner Herrschaft auf. Um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wurden sie auf den sichersten Burgen des Reiches verwahrt.
Aber das war die Hammerstein zu dieser Zeit nicht mehr. Neue Burgen machen ihr diesen Rang streitig. Hilflos muss Ludwig miterleben, wie auf Geheiß Kaiser Heinrichs V. der Burg ihr größter Schatz genommen wird. Die Hammerstein wird von nun an keine Rolle mehr spielen in der Reichspolitik. Über zwei Jahrhunderte wird es nun heißen, wer den Trifels hat, der hat das Reich. Denn in der Pfalz finden die Reichskleinodien 1125 eine neue Schatzkammer. Und mit ihnen steigt die Reichsburg Trifels zur wichtigsten Burg im Heiligen Römischen Reich auf. Der Trifels war jedoch nicht nur sicherer Aufbewahrungsort für Schätze aus Gold, Silber und Edelsteinen. Im Frühjahr 1193 zieht hier der wertvollste Gefangene seiner Zeit ein. Der König von England, Richard Löwenherz. Als Geisel Kaiser Heinrichs VI. Wird er auf den Trifels gebracht. Während des dritten Kreuzzugs hatte sich Richard in Europa viele Feinde gemacht. Getarnt als Pilger musste er die Reise in seine Heimat über Land antreten. Doch nahe Wien fliegt im Dezember 1192 seine Tarnung auf. Seid ihr König Richard von England, den man neuerdings Löwenherz nennt? Mag sein. Und jetzt? Der englische König wird verhaftet. Ein Gefangener dieser Klasse genoss eine besondere Behandlung. Schließlich versprach sich der Kaiser für ihn ein hohes Lösegeld. Eine gängige Praxis für adlige Geiseln. Und so wird Richard auch nicht in einem finsteren Verlies, sondern in ehrenvoller Haft gelebt haben, wie es heißt. Den düsteren Kerker gab es ohnehin nur auf wenigen Burgen. Da sind sich die Burgenforscher heute sicher. Nicht jeder finstere Raum auf einer Burg wurde auch als Verlies genutzt. Die Baupläne von Burgen verleiten allzu oft dazu, einen dunklen, ungemütlichen Turmkeller, der offenbar unbenutzbar war, als Verlies zu interpretieren. Natürlich haben wir Bauteile in der Burg, wo so etwas möglich wäre und wo die Fantasie es auch erbringt. Der Bergfried hat ein 6-8 Meter hohes Untergeschoss, das nur von oben zugänglich ist, das sich also als ein solches Verlies rein theoretisch eignen würde. Nur wie kommt man rein? Also eben nur durch das Loch von oben. Ich glaube eigentlich nicht, dass das im Normalfall als Verlies benutzt worden ist. Auch da gilt, gibt wiederum Ausnahmen, es gibt sogar mal Quellenbelege, wo sowas passiert ist, aber nicht in der Regel, sondern nur in Ausnahmefällen. Die Haftbedingungen auf der Reichsburg Trifels konnten für die durchweg adeligen Gefangenen des Kaisers sehr unterschiedlich sein. Wie Richard Löwenherz wird 1113 Markgraf Wiprecht von Greutsch hier in ritterlicher Haft verwahrt. Seinem Mitinsassen, Erzbischof Adelbert von Mainz hingegen, erging es nicht so gut. Bis auf die Knochen abgemagert, halbtot und mit langem grauem Bart soll er 1115 entlassen worden sein. Noch schlechter erging es einer Gruppe sizilianischer Adliger, die 1194 an einer Verschwörung gegen Heinrich VI. Beteiligt waren und auf dem Trifels inhaftiert wurden. Als es 3 Jahre später erneut zu einem Anschlag kommt, lässt Heinrich die Gefangenen aus Rache blenden. Richard Löwenherz wird von solchen Grausamkeiten nur wenig mitbekommen haben. Seine Haft ist mit allerlei Annehmlichkeiten verbunden. Mit seinen Wachen soll er sogar Trinkgelage und Ringkämpfe abgehalten haben. Selbst seine Staatsgeschäfte darf er aus der sicheren Verwahrung heraus weiterführen. In einer Legende heißt es, er sei durch einen umherziehenden britischen Troubadour auf dem Trifels entdeckt und befreit worden. Die Wahrheit ist nüchterner. Tatsächlich fordert der Kaiser für Richards Freilassung viel. Nicht nur Waffenhilfe bei der Eroberung Siziliens, sondern vor allem ein kaum aufzubringendes Lösegeld. Aber welche Option hat Richard?
Er muss die Bedingungen annehmen. 35.000 Kilo Silber, etwa das dreifache Jahreseinkommen der englischen Krone, wird er entrichten. Damit stürzte England in eine schwere Wirtschaftskrise, erlangt jedoch im Jahr 1194 seine Freiheit zurück. Auf seinem Kreuzzug ins Heilige Land und während seiner Gefangenschaft im Heiligen Römischen Reich hat Richard viel Wissen über Burgen sammeln können. Und dies setzt er nur 2 Jahre nach seiner Gefangenschaft praktisch um. In der Normandie lässt er das eindrucksvolle Château Gaillard errichten. Eine Burg, mit der Richard die europäische Wehrarchitektur in ein neues Zeitalter führen möchte. Nach nur einem Jahr Bauzeit kann Richard voller Stolz auf die Burg schauen. Dabei soll er gesagt haben: Welch schöne Tochter von einem Jahr ich doch habe. Château Gaillard galt lange Zeit als die erste Burg, die den revolutionären Schritt von einer passiven Burg des 12. Jahrhunderts zu einer Burg mit aktiver Verteidigung machte. Heute differenziert man diese Behauptung, da Château Gaillard keine Vorgänger- und Nachfolgebauten hat. Es ist recht schwierig, von einem Element der Militärarchitektur zu sagen, richtig, das kam zuerst in der Levante auf und dann in Europa und muss kopiert worden sein. Die Kreuzritter kehrten mit neuen Eindrücken zurück, nicht von islamischen, sondern von byzantinischen Befestigungen. Richard Löwenherz' Versuche, eine neue Architektur für uneinnehmbare Burgen zu etablieren, scheitern bereits 8 Jahre später. Der französische König Philipp II. Greift die Burg 1204 mit 6000 Männern an. Die erste Mauer überwinden sie mit Hilfe eines Belagerungsturms. Über eine niedrig gelegene Toilettenöffnung gelangen die ersten Kämpfer in den zweiten Burghof. Die Kernburg wird schließlich durch einen gegrabenen Tunnel erreicht, bevor es im Burghof zum finalen Kampf kommt. In den vorhergehenden Jahrhunderten hatte die Belagerungstechnik große Fortschritte gemacht. Diese Techniken verfehlten auch bei Château Gaillard nicht ihre Wirkung. Bei geschickt platzierten Burgen ist es selten möglich, Belagerungsgerät einzusetzen. Eine Erstürmung ist nur unter schwersten Verlusten möglich. Geschickter ist es, Bergarbeiter einzusetzen. Sie können schützende Gräben anlegen, um in die Nähe der Burg zu gelangen. Hier können diese Sappeure mit Spitzhacke, Hammer und Meißel ein Loch in den Mauerfuß hacken und den Angreifern Zutritt verschaffen. Sicherer ist ein Tunnel. Unter der Mauer angekommen, verfüllt man ihn mit brennbarem Material. Das Feuer zerfrisst die hölzernen Balken, die Mauer stürzt ein. Verwegener ist der Angriff mit Sturmleitern oder auch mit menschlichen Pyramiden. Bis ins Spätmittelalter finden sich Berichte über derartige Angriffe. Weitaus hinterhältiger, aber nicht seltener, ist die Bestechung eines Burginsassen oder das Einschleusen eines Verräters. Auf Burg Elz an der Mosel wird im Jahr 1331 ein weiterer entscheidender Faktor beim Kampf um die Burg deutlich: Psychologie. Bischof Balduin von Trier will die Burg erobern, um die Ritter von Ehrenberg, Schöneck, Waldeck und von Elz in ihre Schranken zu weisen. Bereits seit Monaten schwelt die Elzer Fehde. Mit einem kleinen Heer lässt Balduin die Burg belagern. Sein Ziel? Die Elzer Versorgung zu unterbrechen und die Burgbesatzung so zur Aufgabe zwingen. Doch je länger die Belagerung andauert, desto schwieriger ist es, die Moral der eigenen Truppe aufrechtzuerhalten. Hey, komm! Denn irgendwie schaffen es die Burgbewohner zu überleben. Immer wieder gelingt es den Elzern, Proviant in die Burg zu bringen. Hey, verfolgt ihn! 2 Mann, sofort! Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel, das bei anhaltendem Misserfolg der Belagerer häufig zur Selbstauflösung des Heeres führte. Verdammt! Das lässt sich nur verhindern, indem man den Lebensstandard der eigenen Truppe hebt.
Raus aus den kalten, feuchten Zelten in ein festes Heim kann eine Lösung heißen. Und so errichten die Belagerer eine Gegenburg unweit von Elz. Heute ist kaum noch etwas von der Trutz Elz übrig. Nur wenige hundert Meter von der ursprünglichen Burg entfernt erhebt sich ihre Ruine. Auf einer annähernd quadratischen Grundfläche stand einst der Wohnturm, der gegen die Burg Elz mit einer Schildmauer geschützt war. Ihre Position verrät etwas Entscheidendes. Trotz der Nähe zur Burg waren die Elzer nicht in der Lage, den Bau zu verhindern. Einen immensen psychologischen Druck muss so ein Bauwerk auf die Belagerten ausgeübt haben. Die Trutzburg ist ein Konzept, das immer wieder zum Einsatz kam. In der hessischen Kleinstadt Runkel beherrscht noch heute die gleichnamige Burg den Ort. Ihr gegenüber wurde bis 1288 die Burg Schadeck errichtet. Diese Burgen waren ein hervorragendes Mittel, um den Gegenspielern zu zeigen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Die Dauer von Belagerungen hing von vielen Faktoren ab. Entscheidend waren unter anderem die Hartnäckigkeit der Angreifer und der Durchhaltewille der Belagerten. Burg Rheinfels oberhalb von St. Goa und die Burg Montségur in den Pyrenäen leisteten knapp ein Jahr Widerstand. Burg Tourant an der Mosel und das erwähnte Château Gaillard in der Normandie hielten es sogar 2 Jahre aus. Das internationale Spitzenfeld bei Burgbelagerungen, zu dem auch Burg Elz gehört. Nur gut vorbereitete Burgen konnten einer so langen Belagerung standhalten. Und dies bedeutete, ausreichend Nahrungsmittel zu horten, die lange gelagert werden konnten. Der beste Weg, eine Burg einzunehmen, ist, sie auszuhungern. Keine ist uneinnehmbar. Oft hört man von solchen Burgen, doch so etwas gibt es nicht. Es gibt welche, die annähernd uneinnehmbar bei physischen Attacken sind. Aber keine Burg kann für immer standhalten, weil Menschen darin essen und trinken müssen. Und wenn diese Dinge ausgehen, bist du erledigt. Viel Proviant half wenig, wenn die Versorgung mit Wasser nicht sichergestellt werden konnte. Der tägliche Wasserverbrauch wird pro Kopf auf etwa 5 Liter geschätzt. Nur selten entsprang eine Quelle im Burgbereich und Wasserzuleitungen von außerhalb konnten schnell unterbrochen werden. So war man besonders auf Höhenburgen darauf angewiesen, Regenwasser zu sammeln oder Brunnen auszuheben. Die Wasserversorgung in der Burg, in der Höhenburg, in der niederdeutschen Tiefebene, wo man 5 Meter bis zum Grundwasserspiegel hat, sieht das natürlich anders aus, ist grundsätzlich die Zisterne. Wenn man nach Tiefbrunnen sucht, sind sie entweder königlich, Trifels, Ende 12., Anfang 13. Jahrhundert, Küffhäuser, Karlstein, das sind die 3 großen Tiefbrunnen, die man aber so weit nach außen lagert, dass man möglichst nicht so ganz tief in den Erdboden rein muss. Auf Burg Trifels musste der Brunnenschacht knapp 80 Meter durch das harte Gestein getrieben werden. Bergarbeiter arbeiteten sich mit Hacken Meter für Meter vorwärts. In Extremfällen waren es sogar bis zu 176 Meter. Da konnte der Brunnenbau schon mal bis zu 40 Jahre dauern und genauso viel kosten wie der Rest der Anlage. Auf Burg Elz behilft man sich mit einer eigens gebauten Zisterne, in der Regenwasser aufgefangen wird. Und so können die Burgbewohner die Belagerung gut überstehen. Auch die Trutz Elz gegenüber scheint die Burgbewohner nicht groß zu beeindrucken. Und so fahren die Belagerer härtere Geschütze auf. Mit einem riesigen Katapult wird die Burg Elz von der Gegenburg angegriffen. Vorsicht! Ihr Ziel ist es nicht, die Burg zu zerstören.
Es ist der Psychoterror gegen die Burgbewohner, die von nun an gefahrlos keinen Schritt mehr vor die Tür setzen können. Mit einer solchen Blide wird Burg Eltz im Jahr 1333 beschossen. Zeitgenossen beschreiben es als Instrumentum Diabolicum, als Teufelsgerät. Im bayerischen Wunsiedel befindet sich der Nachbau eines solchen Katapults. Auf einer Versuchsdistanz von 130 Metern wollen wir die Effektivität des Kriegsgeräts testen. Michael Fuchs und die Mitglieder des Vereins Collis Klammert betreiben diese 16 Meter hohe Blide. Sie wurde auf der Grundlage von mittelalterlichen Darstellungen rekonstruiert und ist nur in der Sicherheit modernen Erfordernissen angepasst. Für Archäologen und Historiker zeigt diese Art der experimentellen Archäologie die Glaubwürdigkeit schriftlicher Überlieferungen. Mittelalterlichen Quellen zufolge wurden mit Bliden Ziele in 300 bis 500 Metern Entfernung bekämpft. Bei voller Auslastung ist diese Blide sogar in der Lage, 75 Kilogramm schwere Steine über eine Distanz von einem Kilometer in ein Zielfeld von nur 5 Quadratmetern zu schleudern. Die Spuren, die der Stein am Ziel hinterlassen hat, verraten die Effektivität des Katapults. Es ist natürlich schon spannend, welche Durchschlagskraft so eine Blide entwickelt. Das sehen wir auch hier sehr schön. Insofern ist es auch für uns als Burgenforscher spannend. Wir können uns schon ausrechnen, was da mit den Burgen passiert ist bei sowas. Mauern wird man nicht erschlagen haben können, aber man kann die Zinnen abrasieren, man kann die Schwachstellen einer Burg anvisieren. Die Burg steht ja völlig fest. Aber nicht nur einfache Steine konnten mit ihr geschleudert werden. Verheerender waren präparierte Geschosse. Einer, der über die Einsatzmöglichkeiten solcher Teufelsmaschinen berichtet, ist ein italienischer Ingenieur namens Takula aus Siena. Von ihm sind zahlreiche technische Zeichnungen realer und erfundener Maschinen zur Kriegsführung überliefert. Er empfiehlt sogar Brandbomben und selbstbrennende Tiere zu schleudern, die dann in der Burg umherlaufen und alles in Brand setzen. Nicht der einzige üble Trick. Fäkalien, Aas und Leichen wurden als biologische Waffen eingesetzt. Sie verbreiteten Seuchen und erhöhten den psychologischen Druck auf die Belagerten. Im religiös gestimmten Mittelalter hofften die Belagerten häufig auf göttlichen Beistand, um diesen Psychoterror zu überstehen. Wem hier das Zutrauen fehlte, der sorgte mit einer ganz weltlichen Exit-Strategie vor. So ein weiterer Topos ist ja, dass wir den Fluchtgängen, dass dann manchmal kilometerweit Gänge geführt hätten von einer Burg zur anderen oder stellenweise sogar unter Flüssen hindurch. Und dabei wird natürlich nicht berücksichtigt, dass das eine unglaublich komplizierte und komplexe Arbeit ist, einen Tunnel anzulegen. Das muss man eigentlich schon fast bergbaumäßig machen. Das, was dem am nächsten kommt, sind diese Erdställe, die wir vor allen Dingen in Bayern haben. Also diese Gangsysteme, die unterirdischen, die oft aus dem Mittelalter stammen und oft wirklich Schutzräume waren. Aber Fluchttunnel kennen wir nur ganz wenig. Denn so ein Fluchttunnel barg auch immer eine Gefahr, weswegen er besonders geschützt werden musste. Denn gelangt man mit ihm aus der Burg heraus, gelangt man auch ebenso schnell in die Burg hinein. Die Besitzer von Burg Eltz verzichteten auf diesen Notfallplan. Nach anhaltendem Beschuss durch die Blide ergeben sich die Elzer Ritter im Jahr 1333. Sie müssen Balduin als ihren Lehnsherrn anerkennen. Und der streut noch Salz in ihre Wunde. Zwar lässt er ihnen ihre Burg, gibt ihnen aber die Trutz-Elz als Lehen, die sie auf eigene Kosten instand halten müssen. Doch 150 Jahre später bricht ein neues Zeitalter an. Im Spätmittelalter bieten Schießpulverwaffen neue Möglichkeiten, sich zu wehren. So wie heute der berühmt-berüchtigte Staubsaugervertreter von Tür zu Tür geht, ziehen damals Kanonenverkäufer von Stadt zu Stadt und von Burg zu Burg.
Ich hoffe, ihr kommt nicht schon wieder, um meine Zeit zu verschwenden. Aber nein, keineswegs, mein Herr. Ich bin mir sicher, dass ihr begeistert sein werdet. Ich bin lange für euch unterwegs gewesen. Ja, schon gut. Was habt ihr dabei? Kanonen, mein Herr. Nicht mit den Originalen, sondern mit Miniaturkanonen preisen sie ihre Ware an. Und wer kauft, erhält das Modell zum Original noch hinzu. Also, wann könnt ihr liefern? Ja. Einige dieser Kanonenmodelle befinden sich heute noch auf Burg Eltz. Die Burgherren hatten eine wahre Sammelleidenschaft für diese Miniaturmodelle, die sich auch als Kinderspielzeug eignen. So eine Kugel, wir haben es ausprobiert, geht durch 15 cm Eichenholz. Und etwa berechnet durch drei Köpfe. Also deswegen war darauf zu achten, dass da keine allzu unvorsichtigen Kinder damit herumgespielt haben. Bis Geschütze diese Durchschlagskraft erlangten, war es ein langer Weg. Die ersten Kanonen beeindruckten noch eher durch die Schwarzpulverexplosion als durch ihre Treffsicherheit. In Mitteleuropa ist es Kaiser Maximilian I., der Ende des 15. Jahrhunderts die Produktion von Kanonen perfektionieren lässt. In seinem Zeugbuch finden sich Abbildungen seiner zahlreichen Geschütze. Vom kleinen Feldgeschütz bis zur mächtigen Bombarde zum Knacken einer Burg. Kaiser Maximilian ging nicht nur als letzter Ritter, sondern auch als erster Kanonier des Reiches in die Geschichtsbücher ein. Burgen müssen für die neuen Waffen gerüstet sein. Bisher waren Wehrelemente nur zur Verteidigung gegen Fußsoldaten, Rammböcke oder Wurfgeschosse konzipiert. Oder sie veranschaulichten den gesellschaftlichen Status des Besitzers. So diente etwa der Bergfried, der ab dem 12. Jahrhundert in Mitteleuropa als ein prägendes Element der Burgen in Erscheinung tritt, kaum einem militärischen Zweck. Vielmehr ist er das weit sichtbare Symbol der Herrschaft. Beeindrucken sollte seit dem 13. Jahrhundert auch die Schildmauer. Allerdings schützte diese besonders hohe und mächtige Mauer auch den Rest der Burg vor Geschossen schwerer Wurfmaschinen. Zur gleichen Zeit entstehen vielerorts Torhäuser, aus der Ringmauer hervorspringende Flankierungstürme, Fallgitter und Zugbrücken. Ab dem 14. Jahrhundert verbreitet sich der Zwinger. Ein zusätzlicher Verteidigungsstreifen, der gegen Fußtruppen gerichtet ist. Mit dem Auftreten der Feuerwaffen waren die Baumeister nun aber gezwungen, in der Burgenarchitektur neue Wege zu beschreiten. Nicht jeder ist gewillt, seine Burg auf den neuesten Stand der Wehrtechnik zu bringen und dafür zu investieren. Zahlreiche Burgherren verkaufen im Spätmittelalter das Besitzrecht an ihrer Burg. Andere sehen noch immer Zukunftspotenzial in diesen Festungen. Seht zu, dass ihr Platz macht! Sonst knallt's! So kauft der Ritter Franz von Sickingen im Jahr 1518 die Burg Nahnstein in der Pfalz auf. Von Sickingen kennt die Effizienz neuer Wehrelemente gut. Seinem Motto getreu, Wagen und Handeln, will er Burg Nahnstein auf eine neue Zeit vorbereiten. Für von Sickingen ist die Lage der Burg als Rückzugsort von seinen Raubzügen ideal. Hoch oberhalb von Landstuhl erhebt sie sich auf einem mächtigen roten Felsen, der ihr den Namen gab. Seit über 3 Jahrhunderten thront sie bereits dort. Doch ist sie in ihrem alten Zustand nicht auf den Beschuss von Artillerie vorbereitet. In ganz Europa entwickeln Architekten neue Bauelemente, um Burgen vor den immer durchschlagskräftiger werdenden Feuerwaffen zu schützen. Auf der niederösterreichischen Burg Ackstein etwa setzen die Burgherren den Angreifern eine Reihe massiver Mauerriegel entgegen, die den Zugang zur Kernburg erschweren. Ähnlich sieht es auf Burg Wildenstein aus. Im Stile einer überdimensionierten Schildmauer schützt die sogenannte Bastion die Hauptburg. Von hier aus konnte sogar über die Vorburg hinweg
das Vorfeld der Anlage mit Artilleriefeuer verteidigt werden. Zwischen 1470 und 1540 setzt sich jedoch eine neue Art Burgenarchitektur in ganz Europa durch. Auf der Feste Coburg in Franken sind diese Umbaumaßnahmen noch gut nachzuvollziehen. Um die Mauern kanonensicher zu machen, mussten sie verstärkt werden. Die Lösung war eine Verbreiterung der Wälle durch zusätzliches Mauerwerk und Erdaufschüttungen hinter den Mauern. Die neu entstandenen Plattformen boten wiederum ausreichend Platz für Artilleriegeschütze. In seinem 1527 erschienenen Werk Etliche Unterricht zu Befestigung der Städt, Schloss und Flecken widmet sich selbst der Ausnahmekünstler Albrecht Dürer der neuen Wehrarchitektur. Er beschreibt besonders die modernen Rondellbefestigungen. Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor den neuen Eisenkugeln, die im Gegensatz zu den veralteten Steinkugeln härter anklopfen taten. Die 1589 neu errichtete Burg Münow im schweizerischen Schaffhausen ist ganz der Rondelltechnik verschrieben, wie sie Albrecht Dürer in seinem Werk empfiehlt. Wenige Kilometer weiter Richtung Westen wird 1521 die Burg Hohentwiel zur Festung ausgebaut. Für die Baumaßnahmen geben die Herzöge weit über 50.000 Gulden aus, rund 15 Millionen Euro. Die Investition zahlt sich aus. Fünfmal wird Hohentwiel belagert, kein einziges Mal erfolgreich. Im französischen Salz-le-Château errichtet der aragonesische König Ferdinand im Jahr 1496 eine einzigartige Festung. Sie vereint die bewährte Burgenarchitektur des Mittelalters mit neuen Festungselementen. Die Beziehung von Schießpulver und Burgen ist eine interessante Hassliebe. Es dauerte sehr lange, bis sich die Burgenarchitektur änderte, um Feuerwaffen standzuhalten. Tatsächlich ist es genau umgekehrt. Zunächst änderte sich ihre Architektur, um die Artillerie in der Burgenverteidigung einzusetzen. Dies ist auch an Burg Nahnstein zu erkennen. Von Sickingen lässt sie zwischen 1519 und 1523 zur Kanonenburg ausbauen. Herzstück ist der mächtige Batterieturm im Osten. Er schirmt weite Teile der Burg vor Angriffen ab und dient selbst als Stellung für zahlreiche Geschütze. Denn wie gefährlich große Feuerwaffen sein können, weiß von Sickingen nur zu gut. Auf seinen eigenen Kriegszügen begleitet ihn stets das Riesengeschütz Nachtigall. Auf ihm prangt der Spruch: Nachtigall bin ich genannt, lieblich und schön ist mein Gesang. Wem ich sing, dem ist die Zeit lang. Eine warnende Botschaft an die Belagerten. Allein die Anwesenheit einer solch monströsen Waffe konnte Burg und Stadttore öffnen. Was ist denn nun schon wieder? Die Nachtigall steckt fest. Sammelt Äste und legt sie unter die Räder. Dann greifen sie besser bei diesem schlammigen Untergrund. Schiebt Männer! Muss man euch denn alles erklären? Und los geht's! Ein beträchtlicher Aufwand, der sich für von Sickingen auszahlt. Denn seinen Unterhalt verdient er mit Kriegen, die er gegen Burgbesitzer und ganze Städte führt. Er ist einer der gefürchtetsten Raubritter seiner Epoche. Als Ritter berief er sich auf sein altes Recht, Fehden zu führen, also Streitigkeiten mit Waffengewalt zu entscheiden. Wie Inkassounternehmen setzen Fehdeunternehmer wie von Sickingen Regressansprüche durch. Ob diese gerechtfertigt sind, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Es ist der letzte Versuch der Ritter, ihren Stand vor dem Untergang zu bewahren. Über Jahrhunderte waren sie die Elitekämpfer auf den europäischen Schlachtfeldern und verdienten sich damit Ruhm und beträchtlichen Reichtum. Fußsoldaten und Feuerwaffen laufen ihnen nun den Rang ab und lassen den Krieg als Einnahmequelle versiegen. Auch ihre Burgen verlieren an Bedeutung. In den Städten liegen nun die Zentren der neuen Welt, in denen Macht und Einfluss, Handel und Innovation zusammenkommen.
Die alten Symbole der Macht haben hier nur als Erinnerung an eine vergangene Zeit ihren Platz. In der Nürnberger Altstadt findet man heute noch das Nassauer Haus, errichtet von Stadtbürgern, die mit Elementen aus dem Burgenbau ihre Nachbarn beeindrucken wollten. Im 100 Kilometer südöstlich gelegenen Regensburg werden seit dem 13. Jahrhundert sogenannte Geschlechtertürme gebaut. Südlich der Alpen ein gängiges Bild, nördlich der Alpen eine Seltenheit. Ganz wie die Bergfriede der Burgen stehen sie für Macht und Wohlstand der dort wohnenden Familien. Reichtum und Einfluss konnten sich die Städte nur bewahren, wenn sie sich schützten. Stadtmauern, wie die in Lübeck, funktionierten so wie die Ringmauern der Burgen, nur eine Spur größer. Und es ist für wohlhabende Städte um einiges leichter, ihre Verteidigung auf den neuesten Stand zu bringen. So ist es noch auf dem von Jakob Sandner angefertigten Stadtmodell Ingolstadts zu erkennen. Der mittelalterlichen Stadtmauer wurden im 16. Jahrhundert 8 vorgezogene Bollwerke hinzugefügt. Der Kriegszug gegen eine solch gut befestigte Stadt wird für Franz von Sickingen zum Verhängnis. 1522 hält Trier seinen Geschützen 5 Tage lang stand, ohne auch nur einen Toten beklagen zu müssen. Franz von Sickingen muss abziehen und wird nun selbst zum Gejagten einer Fürstenkoalition, die ihn bis zur Burg Nahnstein verfolgt. Vor ihren Mauern zieht die größte Streitmacht dieser Zeit auf. Dem Trommelfeuer der zahlreichen Geschütze kann die stolze Festung nicht lange standhalten. Nach 2 Tagen ist sie sturmreif geschossen. Franz von Sickingen wird während der Schlacht von herabfallenden Mauerteilen der Burg schwer verwundet. Wenige Tage später wird er seinen Verletzungen erliegen. Nahnstein wird zur Ruine und niemals mehr zur alten Wehrhaftigkeit zurückfinden. Historiker sehen in diesen Entwicklungen das Ende der großen Burgenzeit. Die meisten Burgen können mit den Entwicklungen in der Waffentechnik nicht mehr Schritt halten. Doch sind in ganz Europa Feuerwaffen nur das Werkzeug, nicht jedoch der Auslöser für den Untergang der Burgen. Burgen, wenn es sich um Burgen im vollen Sinne einer aristokratischen Residenz, einer Festung und eines Autoritätssymbols usw. so handelte, gehen nicht wirklich durch das Aufkommen der Artillerie zugrunde. Es sind die institutionellen, politischen und sozialen Veränderungen, die den Untergang der Burgen in ihrer mittelalterlichen Form bewirken, nicht die Artillerie. Das ist ein anderes Thema. Im Heiligen Römischen Reich wird nur ein Jahr nach dem Fall Nahnsteins deutlich wie noch nie, dass das Zeitalter der Burgen vorbei ist. Die Bauernkriege brechen im Südwesten des Reiches aus. Ein Befreiungskampf der untersten Gesellschaftsschicht gegen die Unterdrückung durch weltliche und geistliche Fürsten. Eines ihrer Angriffsziele sind Burgen. Mancherorts flüchten die Burginsassen. Nur selten müssen Burgen belagert werden. Auch diese fallen meist. Etwa 1000 Burgen werden zwischen 1524 und 1526 durch die Bauern zerstört. In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verlieren Burgen immer mehr an Bedeutung. Waren es zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch über 100.000 Burgen, die sich in Europa verteilten, sank ihre Zahl seither stetig. Über die Hälfte von ihnen sind heute nur noch namentlich bekannt. Annähernd 40% der ehemaligen Burgen existieren heute noch als Ruinen. Und nur ca. 10% aller Burgen haben bis in unsere Zeit überdauert. Auch wenn das Zeitalter der Burgen mit der frühen Neuzeit zu Ende geht, der Wunsch nach einer sicheren Stätte geht nicht verloren. Aus dem zu dieser Zeit stark umkämpften Italien kommt die Bauweise, die Europa über die nächsten 400 Jahre prägen wird. Das ist eine Übergangszeit für die defensive Militärarchitektur, denn es müssen Lösungen entwickelt werden, die eine perfekte Verteidigung für diese neuen Umstände gewährleisten.
Man muss eine Widerstandsfähigkeit gegen die neuen Feuerwaffen schaffen. Denn Italien ist im 16. Jahrhundert ständig im Kriegszustand. Aus den vorgezogenen Basteien werden mächtige Bastionen, die wie Pfeilspitzen aus der Ringmauer hervorspringen. Von hier aus ist jeder Winkel vor den Festungsmauern mit Feuerwaffen zu bekämpfen. Zunächst werden Schlösser mit diesen Maßnahmen vor Angriffen geschützt. Die Anlagen verlieren allerdings bald vollkommen ihren wohnlichen Charakter. Wie in Jülich, wo nach den Plänen eines italienischen Architekten aus einem bastionierten Schloss bald eine rein militärisch genutzte Zitadelle entsteht. Festungen sind das militärische Erbe der mittelalterlichen Burgen. Bis ins 20. Jahrhundert werden sie die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa prägen. Und die Burgen? Nachdem sie mehrere hundert Jahre nur noch als Wegmarken und Steinbrüche dienten, wandelt sich ab Ende des 18. Jahrhunderts das Bild. Die aufkommende Romantik entdeckt die Ruinen für sich. Legenden entstehen, Gedichte werden geschrieben. Selbst neue Burgen werden errichtet, die einen verklärten Blick auf die Vergangenheit geben. Burgen avancieren zu einem Erinnerungsort der europäischen Geschichte. Kein anderer Gebäudetyp symbolisiert eine gesamte Epoche so wie die Burg das europäische Mittelalter. Und noch heute schlummert der Großteil von ihnen im Dornröschenschlaf tief in den Wäldern, überwuchert von Pflanzen. Andere, die im Laufe der Jahrhunderte durch Baumaßnahmen verändert wurden, sollen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Aber greift man damit nicht in die wechselvolle Geschichte dieser beeindruckenden Bauwerke ein? Hat nicht jede Epoche das Recht, an diesen Symbolen der Macht ihre Spuren zu hinterlassen?